8 Korallenarten vor der Küste Taidungs haben in diesem Frühjahr befruchtete Rogen ausgestoßen, darunter die Hirnkoralle und die großpolypige Steinkoralle. Das dokumentierte Chen Zhaolun von der Academia Sinica Ende April bei einer Tauchexpedition ins Korallenriff der Ostküste vor dem Jihui-Fischereihafen. Das Phänomen, das bisher nur vor Lüdao und Kunding beobachtet wurde, ist für den Forscher ein Anzeichen dafür, dass sich das geschädigte Ökosystem der Ostküste schrittweise erholt. Ob alle befruchteten Eizellen, die die Korallen ausstoßen, zu einer neuen Korallenpopulation heranwachsen werden, bleibt abzuwarten. Das Korallenriff der Ostküste ist außerdem durch mehrere Landerschließungsprojekte sowie fortschreitende Küstenerosion bedroht. Daher liegt es an der Bevölkerung, Taidungs Korallenschatz zu schützen und zu bewahren.